unsere Ausgangsposition war aber keine klassische, kein klassischer Big Data Anwendungsfall. Wir haben uns das Ganze von einer Kostenbasis aus angesehen. Von unserer Applikationslandschaft her betreiben wir eine große Kernbank-Applikation auf einem IBM Mainframe. Dort ist es einfach so, dass wir eine lastbasierte Verrechnung haben und wir haben nach Wegen gesucht, dort Kosten zu reduzieren. Und letzten Endes war Hadoop die Lösung, die wir dann gewählt haben, weil wir eben da gesehen haben, dass wir auch zwei andere Use Cases gut abdecken können. Die klassischen Big Data Anwendungsfälle, sei es jetzt Real-Time Event Management, sei es jetzt Fraud Prevention Systeme, sei es eine Abbildung einer Customer Journey. Das heißt, ein klassisches Dual-Use-System für uns in diesem Fall. Bei lastbasiert muss man einfach dazu sagen, immer dann, wenn der Kunde seinen Kontostand abgerufen hat oder wenn er nur allein auf sein Konto im E-Banking gegangen ist, dann ratterten bei Ihnen die Kassen. Genau, das war eigentlich unsere Ausgangssituation. Es war einfach so, dass das zwei Drittel der Last am Mainframe durch zwei einzelne Transaktionen letzten Endes verursacht wurden, nämlich die Kontostandsabfrage und die Umsatzanzeige. Und die hauptsächlich verursacht aus dem E-Banking, dass wenn sich der Kunde einloggt, dann wird jedes Mal einfach dann Last verursacht und das konnte man 1:1 in Geld umrechnen, was uns das kostet. Das heißt, wir haben dann nach einer Möglichkeit gesucht, Daten zu replizieren vom Mainframe in ein billigeres System. Und dieses billigere System war für uns dann letzten Endes das Hadoop. Und seit Februar dieses Jahres leiten wir eben wirklich die Abfragen vom E-Banking nicht mehr auf den Mainframe, sondern in dieses Hadoop-System und sparen uns dadurch letzten Endes einiges an Kosten. Sie sparen jetzt diese Kosten bei den Kostentreibern, die Sie ausgemacht haben. Sie sagten aber auch, das, was Hadoop so interessant macht, sind weitere Anwendungen. Was kommt dann da auf Ihre Kunden demnächst zu? Also was wir, die Projekte, die wir in der Pipeline haben, sind auf der einen Seite Projekte für bessere Fraud Prevention, Fraud Detection, bessere Erkennung von Betrugsfällen, also Anomalien entdecken, die im E-Banking passieren, bevor der Schadensfall passiert, zu erkennen, wenn irgendwo ein Phishing-Fall zum Beispiel auftritt im E-Banking. Dafür bietet Hadoop wirklich eine sehr gute Basis. Auf der anderen Seite möchten wir unseren Kunden mehr Informationen über ihre Kontobewegungen beispielsweise geben, das heißt, und die Daten möglichst in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, sei es jetzt im E-Banking klassischerweise oder über mobile Anwendungen direkt auf das Gerät. Das heißt, wir haben da eine Vision, dass zum Beispiel Umsätze, die am Konto passieren, dass sich der Kunde das dann parametrisieren kann. Jedes Mal am Monatsende, wenn das Gehalt reinkommt, kriegt er eine Push-Nachricht auf das Handy geschickt, weil sofort, wenn das Geld da ist und das nach Möglichkeit in Echtzeit. Jedes Mal, wenn er Geld abhebt vom Konto, soll er das gepusht bekommen, wenn er das möchte und somit eigentlich volle Kontrolle und Übersicht über seine finanzielle Situation und seine Bewegungen zu haben. Sie erwähnten den Customer Journey. Was muss man sich darunter vorstellen? Customer Journey ist auch eine Initiative. Das ist wir suchen auch nach einer Möglichkeit, die Kundeninteraktionen, die der Kunde mit uns hat, möglichst vollständig aufzuzeichnen und möglichst darzustellen, um eben dem Kunden möglichst gutes Service zu bieten. Wir möchten dem Berater hinter unserem Schalter einfach die Möglichkeit geben zu sehen, wenn es irgendeine Kommunikation gibt, eine zentral gesteuerte, sei es jetzt irgendein Informationsschreiben, dass er das einfach sieht am Bildschirm und somit auch Fragen des Kunden einfach dann wirklich gut beantworten kann. Auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit haben, individuell auf den Kunden zugehen zu können und Produkte anbieten zu können, die für ihn zugeschnitten sind und wo möglicherweise Bedarf ist, das einfach besser zu erkennen. Nun ist es so, dass viele Kunden vielleicht zurückhaltend sind, wenn es um ihre eigenen Daten geht und Sicherheitsbedenken haben. Wie reagieren Sie darauf? Also wir sind speziell in Österreich in einer Situation, wo das österreichische Bankwesengesetz sehr streng ist, was Datenschutz betrifft. Diese Auflagen müssen wir dementsprechend einhalten. Das Cluster steht bei uns im Rechenzentrum, das heißt, die Daten verlassen das Unternehmen in diesem Sinn nicht. Das heißt, es gelten dort die gleichen Sicherheitsrichtlinien wie für die konventionellen klassischen Systeme. Wenn man über Cloud nachdenkt, ist natürlich auch für uns ein Thema, wo wir nachdenken und diese Dinge anschauen. Das kann man aber nur tun, wenn alle diese rechtlichen Vorgaben wirklich erfüllt sind. Jetzt wird es Menschen geben, die sagen, als Finanzhaus sind Sie in einer komfortablen Situation, wenn Sie sich mit neuen IT-Lösungen befassen. Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben es da nicht so gut. Suchen Sie sich Ihre bevorzugte Anrede und ein Profilbild aus. Bevor investiert wird. Würden Sie sagen, Hadoop ist was für Ab nun sehen Sie Ihre selbstgewählte eigene Begrüßung. Nein, würde ich damit ist Ihr Account im Internetbetrug nicht zu fälschen. Wir haben ein großes Investitionsbudget in der IT. Während Ihrer E-Banking-Sitzung läuft ein Countdown
von 15 Minuten. Wir sind natürlich auch bestrebt, wenn kein Datenaustausch stattfindet, verlassen Sie die Sitzung danach automatisch. Sollten Sie also einmal vergessen, sich auszuloggen, übernimmt das Ihr Account nach einer Viertelstunde für Sie. Auch der letzte Login ist auf Ihrer Startseite zu sehen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nicht selbst auf Ihrem Account waren. Eine schrittweise Vergrößerung zulässt. Es ist nicht zu so, Ihrer Sicherheit können Sie die letzten 30 Aktionen auch jederzeit im Logbuch nachlesen. Ihre letzten Logins, anschauen und das System jede Tarnzeichnung, jede PIN-Änderung wird hier dokumentiert. Wir haben jetzt auch noch lange nicht alle Ihre Anfrage Daten, neuer Mobile-Tarns, die Änderung Ihres Überweisungslimits und vieles mehr ist hier einfach nachzulesen. Dann die Daten dazu und bitte vergessen Sie nicht, sich nach Ihrer Sitzung auszuloggen, um auf Nummer sicher zu gehen. Wann immer wir von einem Betrugsfall in Sachen E-Banking erfahren, Hand aufs Herz, wir informieren Sie umgehend auf der Login-Seite. Würden Sie, Herr Dub, auch Ihren Geschäftskunden empfehlen? Sie sind mit Ihrem E-Banking-Account somit sicher unterwegs und können Ihre Bankgeschäfte mit einem guten Gefühl einfach online erledigen. Mit dem System und es ist für uns ein sehr strategisches Thema, eines der strategischen Themen, die wir in der Zukunft stark treiben wollen, wo wir stark investieren wollen. Und die Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und nicht nur auf den Finanzbereich bezogen.